Moinse, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Supermarkt-Simulator. Und der erste Kunde oder die erste Kundin ist schon an uns vorbeigerannt. Aber da kommt sie. Was haben wir heute? Friday, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Wir haben heute Black Friday. Was soll denn das? Moment, das haben wir gleich. Moment. Ich habe echt zu tun, ne? Also für so ein bisschen brauchst du dich bei mir hier nicht anstellen. Und dann auch noch sowas, ja? Also, was sagt der Arzt? Kommst du durch? Ja, nee, ist klar. 38, du mich auch. So, tschüss. So, wisst ihr was? Hier. So. Diese Kasse ist geschlossen. Bitte benutzen Sie nächste freie Kasse. So, Feierabend. Übrigens, eine Mod. Ja, vor allem auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob das vorher möglich war, ohne die Mod. Aber jetzt ist es so möglich. Auf Deutsch. Huch. Ah, die sind schon wieder am Auffüllen. Nein, aufhören damit. Übrigens, meine Freunde, habe ich etwas gefunden. Wartet mal, ich will mal kurz was gucken. Ah ja, genau, hier, schaut mal. Noch eine neue Mod. Diamantpuderzucker haben wir jetzt. Jetzt ist das kein Susu mehr. Noch irgendetwas? War hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ah, hier Golden Toast, aber das war ja vorher auch schon. Aber das kleine davon ist jetzt auch Golden Toast. So, und dann habe ich noch etwas. Und zwar, wo haben wir hier zwei Sachen hintereinander? Hier zum Beispiel, ne? Guck mal, da sind 6 drin. Wenn ich das reinpacke, 6 und hier 12, ja? Wenn ich jetzt Y drücke, wird das so getauscht, ich glaube in jedem Regal, dass das, was am wenigsten, wo am wenigsten im Karton drin ist, als erstes genommen wird. Habt ihr gesehen? Wird getauscht. So, und jetzt müsste eigentlich, vielleicht sagst du, seht ihr? Hinten ist jetzt die 6. Perfekt, oder? Jetzt wird nämlich dieses Problem, dass die immer das, was man neu reingepackt hat, benutzen. Jetzt benutzen sie das, wo am wenigsten dabei ist. Das ist gut. Meiner Meinung nach. So, ich muss mal kurz gucken, wie viel ich noch abkassieren muss. Denn das ist hier auch ganz wichtig. Ach ja, übrigens hier, ich habe Windows 10 drauf. Das ist lustig, wirklich ganz lustig. Man sieht nur wenig. Man sieht so wenig. Oh, noch fast 300. Das ist echt heftig. So, okay. Wir öffnen die Kasse wieder. Genau, öffnen der Kasse. Ich muss ja auch abkassieren. Sonst wird das hier nichts mehr. Einfach brauche ich nämlich alle Kassierer. Wenn das hier alles so voll wird. Hier fehlt schon wieder einiges. Das ist gut. Ja, jetzt sind sie beleidigt. Jetzt kommen sie nicht zu meiner Kasse. Natürlich nicht. Okay. Badabab, badabab, badabab. Sieht alles gut aus? Ja, würde ich sagen. Gleich 2 Stück. Okay, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Ja, seht ihr. Und schon hört man auf, sich zu beschweren. Dann läuft's. 88,55. Ist auch gut. 88,55. Na? Boah, wie viel Toilettenpapier brauchst du denn? 148,90. Ja, machst du mal? Hallo? Achso, der hat bar gegeben. Habe ich komplett verpeilt. Ich dachte, das wäre die Karte. Naja, war ja wieder klar. Was muss ja wieder irgendwie daneben gehen. Lass mich durch. Ja, bin schon da. Ich habe dich schon antrampeln sehen. Hä? Ach, die liegt schon drauf. 14,60, sag mal. Habe ich heute was an der Murmel oder so? Ich sehe das nicht. 90 Cent will er haben. Ja, ist ja gut. Na? Und der will 40. Okay. 61. Dies, das, jenes, hin und her. Und 1 Euro. Bitteschön. Was musste der eigentlich bezahlen? War dieser 1 Euro eigentlich sinnvoll?
12,40. So. Ja, genau. Kauf mal ein bisschen mehr. So, ich muss jetzt meine Leute mal ein bisschen losschicken. 66. Lass die mal ein bisschen auffüllen. Licht ist schon angegangen. Das heißt, es wird langsam Abend. Und die Lebensmittel werden knapp. Und das Toilettenpapier natürlich, ne? Ja, guck, da gehen nochmal zwei von der... Ja, doch, schon. Ne? Null. Ah, das ist doch schön. Das sind mir echt die liebsten Kunden. Die nichts zurückhaben wollen. Die einfach sagen, ach komm, behalt einfach alles. Hä? Warum machst du sowas? Für das eine Ding. 6,10. Das macht dir vom Acker. Aber... Zack, zack. Kollege. So, piep, 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 piep. Bei dir Piepzoll, Freundchen. Guten Tag. Oder guten Abend. Hä? Was soll denn das? Okay, das ist wenigstens ein ordentlicher Einkauf. 4,40. Ach, ist das schön, dass sie das jetzt geändert haben. Nur der eine Cent fehlt. Ich wüsste nicht, wie ich das machen soll, wenn ich, ja, hier so 99 mache oder so. Das dürfen wir niemals machen. Ach ja. Ich habe ganz vergessen, die Preise anzuheben. Ich wollte doch utopische Preise einmal probieren. Mich würde es echt interessieren, ob da was passiert. So. 3,50. Toilettenpapier. Ich hoffe, ich habe noch genug. Null. Ah, sieht noch gut aus. So viele Leute kommen ja jetzt auch nicht mehr. Wir haben nur noch 3, 5, 4, 8, 10, 12, 16 Stück haben wir noch. Perfekt. Das geht noch. Ach ja. Mein Gott, ich bin immer müde. Ständig bin ich müde. So, tschüssi. Mach's gut. Wir haben noch 3 Kunden im Laden. Ja, den kleinen kriege ich wieder nicht. War ja klar. So. Übrigens, gestern habe ich mit meiner Frau zusammen gekocht, ja. Was heißt gekocht? Wir haben uns Pizza-Baguette gemacht, ja. Wir haben uns Baguette aus dem Laden geholt, ja. So Ciabatta-Baguette. Und haben das dann 8,35 mit selbstgemachter Tomatensoße haben wir das dann bestrichen. Käse drüber gemacht und Sucuk, das heißt diese türkische Würzwurst, haben wir drauf gemacht. Und ja, sie hat sich dann, hat halt gesagt, ja, aber ich schaffe nicht so viel. Da habe ich gesagt, gut, dann machen wir das so. Eins teilen wir uns, das schneiden wir in der Mitte durch. Ja, das ist so die obere Hälfte, ich die untere. Und das andere halbieren wir dann einmal in der Mitte quer. Ja, und davon schneiden wir dann eine Hälfte auf, dass jeder dann noch mal so ein kleines Stück hat, ja. Und dann haben wir das hier nach dem belegt und so. Und sie sagt dann zu mir hinterher so, okay, Schatz, du hast jetzt einen kleinen dicken und einen großen lang. Ich so, kannst dich auch mal bitte entscheiden. In dem Moment mussten wir beide so laut anfangen zu lachen, weil, ja, eindeutig zweideutig, ne? Und das können wir natürlich am besten. Okay, das war auf jeden Fall, ja, das, ja, wenn man das hört, ist es natürlich viel lustiger, ne? Aber... Jetzt mal wieder zum ernsten Thema hier. Ja, wir beenden mal den Tag und 51 zufriedene Kunden. Alles gefunden. Nichts war zu teuer. Sind die krank? 7806 haben wir. KitKat Tomi Somat. Okay, KitKat Tomi Somat. Was steht denn das eigentlich hier? Das müsste eigentlich hier hin. Okay, KitKat. 6 noch was. Wisst ihr was? Da mache ich 9. Ich mache alles nach und nach teurer. So, hier das. 5,11. 5,11. Was machen wir da? Wir machen 57.
Ja, doch, mach ich. Und so mal. So, oh, sollen wir das noch teurer machen? 23? Komm, das machen wir auf 25. Ja, geil. Okay, ich freue mich. Wie weit sind wir denn mit auffüllen, Jungs? Kann ich bei irgendwas helfen? Hier, Käse. Ich muss mal gucken, ob wir Käse haben. Wir haben auf jeden Fall kein Toilettenpapier mehr. Das steht fest. So, Käse hier. Gut, komm mit. Hast du Käse? Nein, hat er nicht. Okay, das war's. Voll. Zurück. Okay, ich will da mal bestellen. Ja, okay, ich gehe da mal bestellen. So. Okay. Ah, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Hier, die Stan Chlorix. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. So. Hier können wir mal was machen. Komm, hier machen wir auch mal. Da passt definitiv einer hinter. Da passen zwei Stück rein. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, dann lasst uns doch mal hier schauen. Hier sind 18 drin. Vorhin ein so. Okay. Okay, den hat er auch weggenommen. Ja, gut. Hier so Mat. Dann nehmen wir mal zwei. Einen davon. Shampoo. Okay. So, da passt nur dieser eine hin. Ja gut, hier ist noch alles tutti in Ordnung. Gut. Hier nehmen wir einen Brownie. Hier nehmen wir mal zwei. Hier ist alles noch voll, hier nicht. Da sind noch zwei. Hier zwei. Das Ding. Hier nehmen wir mal. Hier nehmen wir zwei. Hier nehmen wir nochmal. Ne, hier oben nehmen wir ein. So. Was haben wir hier? Honig? Haben wir noch genügend, oder? So, da draußen läuft James Bond. Dann lasst uns doch mal gucken. 29.302. Ja, immer noch mehr als sonst. Sonst sind wir ja immer bei 5.000 und ein Schlag mich tot, ja? So, hier mittig. Kommen wir daran? Kommen wir daran? Perfekt. So, dann erst den hier. So. Nein! Dein Ernst jetzt? Ein Penner. So. Gut. Alles weg. So. Was brauchte ich denn an Kohle? Für was brauchte ich denn die Kohle? Wollte ich Lizenzen oder wollte ich erweitern? Ich wollte erweitern, ne? Ei, es reicht immer noch nicht. Ich hoffe, morgen wird es reichen. Denn dann will ich hier erweitern. Den letzten da hinten. Und als nächstes ist dann eine Lizenz dran. Wir erweitern und dann kaufen wir eine Lizenz. Wenn es dann noch passt. So, es ist geschlossen. Die Jungs haben gut aufgefüllt. Wie schaut es eigentlich aus? Kann ich noch einen neuen Aufstocker kaufen? Hm. Oh, Rechnungen. Uff. Ganz knapp. Ganz knapp. So, einstellen. Okay, ein Supermarkt, zwei Supermarktlevel brauche ich noch und ich brauche noch ein paar Regale. Das heißt, hier hinten muss ich auch ausbauen. 1881. Hier Wachstum 6700, hier 1100. Ja, wir brauchen schon eine Menge. Oh, ja, und wir brauchen ja auch noch Dings, ne? Also, Produktlizenz. Ist hier irgendwas für den grüner Tee? Käse, Auslesekaffee. Ja, Melitta. Wasserflaschen, Bio. Okay. Das hier können wir auch. Pizza. Nein, Gefrierschrank. Wollen wir nicht. Sushi, Steak. Das ist, glaube ich, alles Kühlschrank, oder? Ne, wir nehmen dann das hier. Wir nehmen das. Gut, ja. Aber das dauert noch. Oh, Moment hier mal. Ich habe noch einen Kredit aufgenommen, ne? Wo ist die Bank? Hier ist die Bank. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, teuer. Und schon wieder sind wir bei 5.000. Das ist doch der Horror. Okay, Freunde.
In der nächsten Folge geht es dann aber auch hier weiter. Muss ich vielleicht noch was kaufen? Ja, hier, noch einmal Toilettenpapier. Da wurde, ja gut, komm, das nehmen wir noch mit. Einmal 39 Euro. Gut, passt. So, dann. Weg mit dir. So. Ist ja soweit alles. Gut, Freunde. In der nächsten Folge geht es dann hier an dieser Stelle weiter. Ich wünsche euch was. Genießt alles, was ihr habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen gerne Daumen nach oben da. Ja, sehr gerne. Und vor allem wünscht mir Glück, ja, dass ich endlich mal so auf die auf das Geld komme, dass ich ausbauen kann, eine neue Lizenz kaufen kann und das Lager einmal ausbauen kann, weil hier drin ist echt kein Platz. Wo soll ich denn alles hinstellen hier? Das passt alles nicht. Ja, also, ja. Wünscht mir Glück oder schreibt mir doch in die Kommentare, wie es besser wäre, wie ich noch mehr Kohle machen kann. Oder soll ich erst eine neue Lizenz kaufen und damit Geld machen oder ich weiß es nicht. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Helft mir, ich bin verloren. Und bis dahin, macht's gut, ciao.